Hey, meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Der wunderbare, fantastische, oft kopierte, nie erreichte Cheyenne Garcia. Und der grandiose, talentierteste, ui, der lustigste Mensch der Welt. Ah! Der bezauberndste, der filigranste, der Georgia Wisconsinen. Nisa, Alter, mein Bester. Boah, ich schwöre, ich ziehe nach Georgia, Wisconsin. Ey, du würdest das wirklich machen, ne? Ja, ich würde... Nur, dass du das sagst, ich wohne in Georgia, Wisconsin. Ich würde sagen, wieso ist Wisconsin nicht in Georgia? Ey, du weißt gar nicht, wie ich mich freue, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Heute ist es, als ich dich heute gesehen habe, ich habe eine Freude... Freude bekommen. Ja, Freude empfunden. Empfunden. Ja. Empfangen. Gespürt. Gespürt und inhaliert. Ja, so. So, boah, ich habe kurz einen Nafri-Geruch gehabt, ja, so, aber geil. Ich habe kurz gestunken. Aber geil. Nisa, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe heute einen 12-Stunden-Tag hinter mir. Yo. Ich bin seit 8:30 im Büro. Ja, Bruder, du bist auch mittlerweile der Lil Wayne des Facebooks geworden. Der droppt einfach jeden Tag 12 Videos. Ja, nach 6-monatiger Pause. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr das hört, gestern kam ein Video raus auf YouTube, gebt euch das. Ja. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, mit den Jungs zusammen natürlich. Ja. Geht mal auf, was noch besser ist. Ja. Geht, warum ihr, damit ihr diesen Lil Wayne-Vergleich versteht. Lil Wayne in seiner Prime, so 2007 bis 2008, 2009, hat er so jeden Tag 15 Feature-Songs, 3 Mixtapes und 12 Alben gedroppt. Und wenn ihr auf Cheyennes Facebook-Seite geht, der hat einfach die letzten 6 Wochen postet der jeden Tag 18 Videos und 26 Bilder. Das ist geil, ne? Ja, das ist echt geil. Auf jeden Fall nochmal Grüße an Hemdem Media, dass sie diesen jeden Tag mit mir 10, 12 Stunden die Armen. Hemdem Media? Hemdem, ja. Hemdem. Das ist türkisch, ne? Türkisch bedeutet so... türkisch. Keiner weiß, was das bedeutet. So, sehr geil. So, was geht bei dir? Ja, ich bin auf Tour, meine Damen und Herren. Im Oktober sind Previews zu meiner Solo-Show. Preview bedeutet? Preview bedeutet exklusiver Vorblick. Vorblick, das Wort gibt es nicht, sondern Einblick. Exklusiver Einblick, wo ein bisschen Material getestet wird, wo man guckt, okay, passt das so? Neues Material? Ja, ja, alles cool. Deswegen kommt vorbei, es ist ganz intim, klein. Immer nur 60, 70 bis 100 Plätze, es wird schnell ausverkauft sein. Geile Atmosphäre immer. Ja, geile Atmosphäre. Man kann, ist viel intimer, so, aber nicht so wie ihr denkt, sondern anders. Und kommt auf jeden Fall vorbei. Und im Dezember, ganz wichtig, bin ich mit Witz von Olli auf Tour. Punchline, das ultimative Battle. Wer ist der beste Witzeerzähler in Deutschland? Cheyenne weiß, wer es ist. Ja, klar. Ich weiß, wer es ist. Nur Olli weiß nicht, wer es ist, aber er wird es auf der Tour erfahren. Schöne Grüße an Witz von aber Olli. Wo ist das? Das ist einmal, also meine Solo-Previews sind in Olden. Meine Solo-Previews sind in Bonn. Bobbin. Bobbin. In Düsseldorf. Mhm. In Stuttgart. In Baden-Baden. Und in Georgia, Wisconsin, nein. Du weißt es nicht. Nee, ich weiß es nicht, ich guck mal. Ja, so also ist Bonn, Düsseldorf, Bonn, Düsseldorf, Baden-Baden und Stuttgart und Hamburg. Ah, okay. Hamburg. So, mit Olli bin ich. Moin, mein Jung. In Alsdorf, in Mönchengladbach, in Frankfurt, in Berlin und in... Ist in ja, ich gucke jetzt, Moment. In... habe ich schon gesagt, ne? Alsdorf, Mönchengladbach, Frankfurt, Oldenburg, Berlin. Oldenburg. Ah, okay. Okay. Sehr gut, also da kann man dich live sehen. Ja, kann man dich live sehen. Ja, also darf einmal, ich auch kommen? Ja, du darfst immer kommen. Du musst sogar nur die Hälfte des Eintritts zahlen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich zahle immer den vollen Eintritt. Ja, du musst nur die Hälfte zahlen. Ja, hast du mich angelogen, dass das wegen dem Veranstalter ist? Oder nein, nein. Hast du das eingesagt? Nein, ich habe es nicht eingesagt. Bruder, ich kann das dann. Ich sag den Ticketpreis nicht ein. Ja, aber... Haha, wolltest du mir was unterstellen, ne? Nein, nicht, guck mal, ich, Bruder, du bist für mich der tollste, loyalste und ehrlichste Mensch der Welt. Aber? Deine Herkunft lässt das einfach nicht zu. Das ist von dir zu 100% ja, vertraut. Ich, guck mal. Das ist immer so ein Vater am Weibgeschmack. Ja, genau. Das ist genau so, du isst so Scampis, du weißt, die sind frisch, aber dann gibt's so, Ey, spuck da nicht rein. Das ist ekelhaft. Ich bin auch kein Iraner, dass ich das mache. Na gut. Also, genug Werbung. Genug Werbung. Cheyenne YouTube-Videos und seine nicht ganz so vielen Facebook-Videos abchecken.
Warum? Guck mal, du hast immer zu mir gesagt, ey Bruder, sei doch mehr aktiver als also bei aktiver, auf Facebook. Also auf Facebook. Ja, weil dieser Irrglaube ja, besteht. Jetzt machst du dich drüber lustig. Ja, guck mal, mir glaubt ihr eh nicht, weil ihr wisst, dass ich 47 Jahre alt bin, wie Cheyenne sagt. Aber Cheyenne, der ich bin auch stolz auf ihn, ein erfolgreicher YouTuber ist, kann es jetzt bestätigen. Der Irrglaube, dass Facebook tot ist. Nein. Sag mal was dazu, Cheyenne. Facebook ist nicht tot. Sag mal bitte hier, das ist ja kein Angeben, ich frag dich ja. Wie viele neue Follower hast du in den letzten 30 Tagen bei Facebook dazu bekommen? 41.000. Okay. Und wie viel hast du bei Insta dazu bekommen, ernsthaft? Insta, glaube ich, 5. So, siehst du, wie kann das dann sein? Ja, Facebook ist nicht tot. Das ist Quatsch. Aber die Altersgruppe hat sich geändert. Okay, das merke ich. Okay, was denkst du bei Facebook, ab wann sind die Leute, welches Alter? So deinem Rentenalter. Nein, Spaß. Die sind alle, also ich sag mal so, ist jetzt nur der Durchschnitt, den ich auf meine Statistiken sehe, ne? Yeah. Ungefähr ab 25 jetzt. Okay. Also keine 16-Jährige, keine 18, keine 19. Klar, immer ein bisschen aber Durchschnitt 25, Ü25. Okay, aber es sind noch genug Leute auf Facebook, genug Leute followen, genug. Also folgen, gucken, klicken, kommentieren. Ja, hat gedauert. Ja. Also, wo ich angefangen habe, jeden Tag ein Video zu posten. Wo du der Lil Wayne des Facebooks geworden bist. So nach einer Woche hat man nichts gemerkt, also eine Woche, aber nach zwei Wochen hat man gemerkt, die Follower steigen, die Reichweite steigt, ja, die Likes steigen. Über 40.000 in vier Wochen. Ja. Also Facebook stirbt nicht. Aber woher kommt das? Was denkst du, woher das kommt? Ich glaube, viele das sagen, auch so zum Beispiel, dass du merkst, dass vor allem die Rapper, die in jüngeres Buch, so komplett Facebook ignorieren, die YouTuber auch. Ja. Es gibt zum Beispiel sehr erfolgreiche YouTuber wie Mois. Ja. Schönen Grüß an allem. Schönen Grüß, Mois. Der hat nicht mal Facebook. Der sieht doch gar nicht ein, das zu machen. Woher kommt das, dass die alle sagen, ja, Facebook ist tot? Willst du meine ehrliche Meinung wissen? Ja. Ich denke, die sind einfach nur faul. Ja? Aber nicht faul in dem Sinne, ich glaube, ein Mensch ist immer erfolgsverwöhnt und orientiert. Das heißt, wenn er sieht, nach vier Posts, es bringt nichts, dann hört er damit auf. Bei mir, ich habe ja alles schon vorgearbeitet und habe alles hochgeladen. Das heißt, ich habe diese letzten vier Wochen gar nicht mitbekommen. Ja. Irgendwann gucke ich nur auf meine Reichweite und sehe, boah, 40.000 Follower dazu bekommen und fast 7 Millionen Reichweite. Ja. Das heißt, hätte ich das auch gesehen, nach vier, fünf Posts, dass es nichts bringt, hätte ich auch wahrscheinlich diesen Upturner bekommen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, Aber ich denke, das dauert einfach. Facebook dauert. Und die Leute, die immer... Das ist halt die Reichweite, das stört die Leute. Leute sagen immer, das ist runtergedrosselt. Das bedeutet, du postest da ein Bild und du hast 700.000 Follower, aber du kriegst nur so 10 Kommentare auf ein Bild. Ja, die Leute sagen auch immer, ja, du darfst die Fans nicht so übersättigen. Einmal in der Woche reicht. Also ich bin der Meinung, wenn du jeden Tag 1 bis 2, 3 Beiträge postest, weil nicht jeder sieht das. Ja, ja, ich weiß es 100%. Deswegen von daher ist... Ich poste manchmal, yo, ich habe morgen eine Show in Frankfurt und dann gehe ich live und dann fragt mich einer, yo, wann kommst du mal nach Frankfurt? Obwohl ich eine Stunde vorher gepostet habe. Genau, deswegen... Ist alles super, Facebook stirbt nicht aus. Ich glaube, Facebook ist sogar am Kommen. Die sorgen dafür und IGTV wird ja jetzt auch nochmal gepusht, weil ich glaube, das haben die Leute nicht so angenommen. Ja, ja, das haben die nicht so angenommen. Mal sehen, wie es da wird. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Halt, ne? Ich habe letzte Woche war ich bei Farid. Schöne Grüße an Farid. Der hat jetzt auch eine neue Sendung, ne? Ja, genau. Ich habe so, wir haben uns seine Sendung angeguckt, die sehr, sehr krank ist. Auf Pro7 Primetime. Montags, wie viel Uhr? 20.15 Uhr? Zwei Stunden. Dienstags? Nein, es war dienstags, oh mein Gott! Dienstags, 20.15 Uhr. Dienstags, meine Damen und Herren. Siehst du? Ja, guck mal, jetzt hier, das ist siehst du? Ja, was das ist dieses Iraner-Feeling, ihr riecht euch so gegenseitig wie so Stinktiere. Boah, ist mir warm. Ja, ist voll warm. Aber auf jeden Fall, Farid Sendung ist übertrieben, er ist wirklich der krasseste. Das sage ich nicht nur so, weil ich ihn mag oder weil ich ihn liebe. Die Videos sind, ist wirklich eine krasse, sind endlich mal was Gutes im Fernsehen. Ja, ja? Kein Trash-TV. So, ja, ey Bruder, was ist das? Apropos Trash-TV. Warte, zu Farid komme ich gleich, ich will dir nur sagen, seit 2, 3 Folgen immer Michael Wendler erwähnen, ne? Schickt mir Leute so Memes und so. Echt? Und Michael Wendler sagt, schickt mir jemand so ein Wender so für den Kochtopf und das Michael Wendler-Kopf drauf. So, das ist der Wendler, weißt du? Ey, das ist asozial. Ey, ich schwöre, das ist richtig geil. Schönen Gruß an Michael Wendler. Ey, Michael Wendler, komm doch mal rum, ja, Junge. Ja, der kommt doch auch rum, Alter. Komm doch rum, du kannst auch gerne Laura mitbringen. Weil wir haben wirklich hier Meinungsfreiheit, ja? Ja. Du kannst offen deine Pädophilie zur Schau stellen. Der ist nicht pädophil. Stimmt, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ist es im illegalen Bereich? Ja, ich mach doch nur Spaß.
Mannschaft verpeitscht das. Auf jeden Fall kommen wir, Farid Sendung, krasse Fußballer dabei, Podolski, Marco Reus. Wie heißt er? Marco Reus. Ja, der, ich habe gehört, der hat mehr Follower als du. Der hat einfach so 10 Millionen. Denkst du, Marco Reus ist bekannter als du? Fängst du schon wieder an? Nein, sei mir ehrlich. Ja, klar ist der. Ja, aber der ist nicht so stylisch wie du. Der war sogar auf dem FIFA-Cover. Ja, und? Das ist krass. Ist das krass? Ich war noch nie auf einem Cover. Doch. Na, was, wo denn? Arbeitsamt. Arbeitsamt. Ja, eine Frage. Wenn eine Frau oder ein Herr ja. beim Arbeitsamt arbeitet und ja. arbeitslos wird, muss er ja am nächsten Tag wieder hin. Ja. Ey, das ist geil. Also, weil das geil ist, ja. der kann ja... Und die kennen auch das System, die können alles austricksen. Ja, ich wollte gerade sagen, nee, die können sagen, leid, da können wir keine Leistung geben. Ey, und sagst ja. so, nee, nee, drück mal den Knopf ja. und drück mal den Knopf, dann oder geht das. Oder die können sagen, Hans, wir haben jahrelang zusammengearbeitet, ich habe dir immer meine Butterbrotdose gegeben. Drück mal, mach mal so. Ja, die können nicht dribbeln, die können sagen, tut mir leid, sie haben... So, das war's von uns, wir zünden uns jetzt an. Das, meine Damen und Herren, war die Gebetserinnerung. Also, wir lachen nicht über die Erinnerung. Nein, so. Wir lachen, weil wir wissen, was ihr jetzt denkt. Ja, was ihr denkt. So, dieser peinliche Moment. Auf jeden Fall. Ey, Bruder. Was die cool. denken, stell dir das mal vor, du kannst ja nicht dribbeln. Ey, weißt du, was passiert ist? Ich schwöre es dir, Scheiern. Das ist keine Lüge. Das ist keine Lüge. Ich war im Kino letztens und auch wenn du das Handy lautlos machst, kommt die Gebetserinnerung. Ja. Ich schwöre, ich bin im Kino. Ist auch gut so. Im ruhigen Moment. Ganz ruhig. Die also, Leute haben Angst, Schweiß gehabt. Und auf einmal so, Allahu Akbar, Allah, ganz laut. Und alles so, das war so ein ekelhafter Moment. Ja, weil die sehen dich dann auch noch. Ja. Die wissen, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Die schließen ab mit ihrem Leben. Aber jetzt nochmal, Bruder. Ja. Die können ja nicht dribbeln. Das heißt, stell dir mal vor, du gehst als, du hast dann beim Arbeitsamt gearbeitet und gehst wirklich nochmal hin. Ja. Was denkst du, was die machen? Wie meinst du das? Ja, die gehen hin und sagen so, ey, ich bin jetzt arbeitslos. Nee, ich glaube, die sind ehrlich, die versuchen gar nicht diese ekelhafte Art, so diplomatisch, so, ja, ich bin arbeitslos, sondern die sagen direkt, ey, Thomas, mach mal bitte das und das, du weißt doch, ich bin gekündigt worden, hier, stell das mal ein. Zack. Echt? Ja, klar. Würden wir doch auch so machen. Und wenn ein Ausländer da arbeitet? Ey, ich schwöre, wenn ich am Arbeitsamt arbeiten würde, keiner müsste so Dokumente Dokumente ausfüllen. Auch so keine Lehrgänge? Nee, du würdest kommen, ey, Nisa, trag mal ein, Bruder, kein Problem, zack. Deswegen wirst du da nie arbeiten. Oh, DJ YD ist auch hier. Ey, DJ YD ist in the building. Okay, wie geht's dir? Ja, setz dich hinter die Kamera, dann kannst du kontrollieren. Ob es ausgeht oder nicht. Ja, genau. Schönen Grüß an DJ YD. Ja. DJ YD, hast du Farid Sendung gesehen? Ja? Hast du Farid Sendung gesehen? Sehr gut. Ja, antwort nicht. Antwort, weißt du was? Guck mal, jetzt ehrlich. Ich wollte das echt mit dir diskutieren. Der Farid hat in der Sendung gezeigt, ernsthaft, dass jemand in einen Wasserkasten geht. Ja. Es ist klar, er hat ja den Schlüssel. Voll mit Wasser? Ja, voll mit Wasser. Kopf über rein in diese engen Kanister. Wie so ein Sarg ist das aufgebaut. Ja. Oben auf. Er geht rein. Er hat zwar den Schlüssel, aber er befreit sich. Er muss sich also komplett aufschließen. Und es ist ja auch eng. Ja. Das heißt, es ist die. Guck mal, wie ich das so hier vormache, als ob das der Hörer sieht. Das heißt, die Möglichkeit, wenn du so in dem Kanister bist, vom Kopf über drin, dass du ertrinkst, kann ja sehr schnell gehen. Ja. Und diese ganze Entfesselung hat über 2 Minuten gedauert. Das heißt, du weißt, er hat 2 Minuten die Luft angehalten. Ja. So. Kopf über. Ja. Da gibt es natürlich Leute, die. Guck mal, ich habe es Leuten erzählt und habe gesagt, guck mal, wie krass das ist, weil das hat mich fasziniert. Guck mal, diese Hater-Gesellschaft, die werden, weißt du, was Leute, die sagen, ja, und du hast doch gesehen, der hat den Schlüssel direkt dabei. Sag ich, ey, bist du behindert? Darum geht's doch gar nicht. 2 Minuten. Ja, 2 Minuten und so. Guck mal, alles kann passieren. Er hängt ja da, wenn er den Schlüssel, stell dir vor, der fällt so aus der Hand. Und er ist immer noch so. Ja. Wie hebt er den wieder auf? So, das also ich finde das auch krass, weil wenn ich im Kinderbecken bin und nach 30 Sekunden unter Wasser, ich ziehe Kinder mit rein, ich Erwachsene, alles. Ich nehme alles runter. Ich nehme alle mit, ja. So weit. Ich krieg Panik. Ja, im Wasser. Also es ist schon eine ganz krasse Leistung. Deswegen hat er auch erzählt, wie viele... Das ist schon so Instagram-mäßig, sage ich dir ehrlich. Er hat in der Sendung gezeigt, wie viele Magier ernsthaft über die Jahrzehnte gestorben sind bei so gefährlichen Stunts, bei Entfesselungen. Weil zum Beispiel Leute machen Sachen, der legt sich einfach in den Sarg und lässt sich zubuddeln. Ja. Und dann schafft das aber nicht richtig zu entkommen. So, ich lache jetzt nicht darüber, dass die sterben, aber ich denke so, warum bist du so behindert und gehst so weit? Die Kosten sind gespart. Und gehst so weit fürs Entertainment. Ja, okay, wenn wir jetzt darüber reden, wie weit man geht, es gibt Leute, die haben lilane Haare. Ja, und machen. Und,
Okay. Das, für Entertainment darf man nie zu weit gehen. So, guck mal, wir sind normal, ich und du, wir sind vernünftig. Wir lachen einfach immer nur so geisteskrank und zeig mal bitte. Ja, das sehen wir ja nicht. Das sehen wir ja nicht. Komm, wie süß so, der ist. Guck mal, irgendwie. Der sagt kein Wort. Lebensversicherung zahlt, sagt er. Ja und, aber du bist ja dann tot. Ja klar, was bringt dir das denn? Ja. Ach so, der sein Nachfahren. Ja, also Lebensversicherung, wenn die überhaupt bezahlt. Bei so krassen Versicherungsklauseln, die ja, es ja, gibt. Ja, und bei diesen Stunts, die sagen ja, du hast dich ja selber in Gefahr gebracht. Ja, das ist so, die finden immer eine Lücke. Ja, ja. Ja, sie haben den Schlüssel nur zweimal, nur einmal umgedreht, ja, statt zweimal. Ist ja immer drin. Deswegen zahlen wir nicht so, beim ja, Einbruch. Ja, wir zahlen nicht, weil hier steht ganz klar, da unten, wo sie es nicht gelesen haben, dass sie darauf achten müssen, darauf die. Ey, das ist so. Das ist gut. Guck mal, Versicherungs-Heinis, ne? Ja. Die sagen, ja, wir schützen Heinis, das. Heinis, ist das nicht ein herablassender Begriff? Das ist mir egal. Das ist mir. Ich liebe das, wenn ich was sage, so wenn ich immer angegriffen habe. Ja, aber das ist mir egal, die regen mich auf. Ja, okay, warum regen die dich auf? Ja, guck mal, hör mal erklär zu. Erklär es unseren Zuschauern. Ich erklär das. Weil die und dann, Zuhörern. Weil die dann hingehen und sagen so, ja, sie sind geschützt, wenn jemand einbricht, sogar vor dem Einbruch, nur wenn er es probiert, nur wenn er daran denkt, zahlen wir 15.000 Euro. Dann kommt einer rein und sagt, nee, tut mir leid, wir zahlen nicht, der hat keine Maske aufgehabt. Ja, genau, in der Klausel steht ja, in der Klausel, der muss eine Maske aufhaben. Ja, das ist alles Betrug, Schweine. Was hältst du von... Richtiger Iraner. Alter. Richtige Lügner-Schweine. Was findest du, sind Versicherungen, die ein Mensch abschließen sollte? Und wo sagst du, ey, das ist alles Quark? Weil ich habe selber in meinem Freundeskreis Leute, die schließen so für alles ab. Zum Beispiel, ich hab einen Freund. Die einfach nicht zahlen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist dagegen versichert, ernsthaft, dass er ausgeraubt wird. Echt? Echt jetzt. Und wenn ich dir den zeige, der wird niemals im Leben ausgeraubt, dieser Typ. So, glaub mir. Aber der ist dagegen versichert. So, und dann frage ich mich, wo hört das auf? Du kannst dich ja gegen alle. Ich habe gehört, J-Lo hat sogar ihren Hintern versichern lassen. Ja, Fußballer ihre Beine. Ja, aber was hat J-Lo denn am Hintern? Was ist der. Was sagt die dann? Ja, ich weiß nicht. Also, die soll mal lieber das Gehirn versichern. Gehirn versichern lassen. Also, guck mal, diese Versicherung, also das fuckt mich böse ab. Gäh? Gäh. Also, ganz ehrlich, diese Versicherung auch immer. Da gegen sie, was bist du alles versichert? Ich habe eine Haftpflichtversicherung. Ja, das ist das Nötigste, aber das finde ich gut. Haftpflicht, Hausrat. Und Auto. Ich habe eine Glasversicherung. Wofür? Da habe ich gefragt, warum habe ich eine Glasversicherung? Ich habe, guck mal, weil ich ja blind jemand vertraut habe, habe ich einfach gesagt, ja, okay, alles klar. Das heißt, es ist alles von einer Versicherung ja, so ein Paket. Ein Paket ja, okay. Ist günstiger. Und was denken wir? Ja. Oh, günstiger, geil. Ja, genau. So, Glasversicherung. Falls ich irgendwann mal auf die Idee komme, zu staubsaugen. Nein, du laberst jetzt. Ja. Und ich mit meinem Ellenbogen gegen meine Balkontür kommen sollte und die, also dass mein Ellenbogen stärker ist als das Glas das und die zerbricht, dann zahlt die Versicherung. Ach, hör doch auf! Aber wenn mein Handy runterfällt, dann nicht. Weil das ist ja selbstverschulden und bla bla bla. Aber wenn ich mit meinem Ellenbogen irgendwo, das kann schon öfters passieren. Wir haben schon so viele Fälle, ja, sie wissen gar nicht, wissen, wie viele Fälle wir haben, dass Leute mit einem Wischmopp oder Frauen gegen, mit so einer Stange, Quatsch. Die erzählen das auch immer so geil, die Vertreter. Wollen sie nicht die Hundeschwanzversicherung abschließen lassen? Was ist das denn zum Teufel? Ja. Das ist, wenn der Schwanz ihres Hundes abfällt. Wo passiert das denn? Wissen Sie, wie oft ein Hund spazieren geht, ja, und mir nichts, dir nichts, fällt eine Axt von der Luft, zack, und dann ist der Schwanz ab. Bruder. Was machen Sie dann? Ich bin gegen Erdbeben versichert. Wir leben in Deutschland. Ja. Bruder, als, ob der in Chile lebt. Was und gegen Tsunamis. Wir haben nicht mal ein Meer hier in der Nähe. Lass dich doch gleich gegen den Independence Day versichern. Hier, lass dich versichern, wenn der Independence Day auftritt. So, irgendwann kommen die Aliens. Ja. Denken Sie, diese ganzen Filme sind umsonst? Ich will mich auch versichern, dass mir vielleicht ein Mondstein auf den Kopf fällt. Ey, das ist total banal. Ey, man kann ich zahle 8 Euro im Monat. Das yo. Erdbeben. Erdbeben. Ach, Bruder, gib mir diese 8 Euro im Monat. Ich beschütze dich gegen dieses Erdbeben. Ich schwöre, ich beschütze dich. Gegen den Independence Day. Krass. Ja. Ey, das ist richtig. Apropos Independence Day. Hat jemand Independence Day 2 geguckt? Ich weigere mich, dass du das hier in dem Podcast erwähnst. Ja, oh Nein. mein Gott, der hat den geguckt. Wie kann man das? Der ist so schlecht. Ey, nur mein Schein hat irgendwie das Bedürfnis, alle schlechten Filme zu gucken. Schon wo man merkt, dass die schlecht sind. So, wenn morgen rauskommen würde, Kevin allein zu Haus 3, ohne Kevin, ohne Einbrecher, das im Wald. Dann wird er das gucken mit Björn. Björn alleine zu Hause. Herr Bruder, warum guckst du Filme, wo man in der Prämisse schon sieht, dass das Müll ist? Ja, das ist doch einfach ohne mal... Ohne Will Smith.
Ja, das ist Skandal. Und ohne Jeff Goldblum, oder ist der dabei? Ja, guck mal hier, Jeff Goldblum oder so, wie die alle heißen. Der, guck mal, bei Independence Day, der mit Will Smith im All ist, das ist Jeff Goldblum. Ist der dabei in Teil 2? Nein. Aber ist der nicht auch von I5, der? Wer ist I5? Was ist I5? Dieses, jetzt. Dieses, in den 80er Jahren, dieses Motording. Was für ein Motording? Dieses, der Roboter. Da ist so Nummer 5. I5, der Nummer 5. Ja, Nummer 5 so lebt, kennst du den? Sein Erfinder. War das nicht der? Das nur weil der eine Brille trägt und so lange schwarze Haare hat. Warte. Ja, aber krass. Nein, ne? Das ist der gar nicht. Ey, Nummer 5 lebt war ein geiler Film. Der konnte so schnell lesen wie ich. Ja, ey, das muss ich echt mal sagen, das ist kein Scherz, ne? Nisa ist der schnellste Leser, den ich jemals gesehen habe. Guck mal, wie er herablassend der immer auch ist. Ich will ihm was zeigen auf WhatsApp oder in irgendeinem Zeitungsartikel. Da sagt er so, ja, gib mal her. Also er sagt einfach damit, ey, du liest mir einfach zu langsam. Ja. Ey, du kannst so schnell lesen. Ja, ich weiß. Das ist krass. So. Ja, das ist so nur. Ich bin. Aber du kannst sehr langsam antworten. Ja, ich Farid hat mich doch Dings getauft, den Rain Man. Echt? Und dann sag ich, warum nennst du, guck mal, Rain Man. Weil er sagt, ich bin ein Autist. Weil er sagt, Nisa hat ganz krasse Talente, er ist sprachlich begabt, er kann sehr schnell lesen und so, aber er ist halt sehr dumm im normalen Leben. Und Rain Man ist ja der Film von Tom Cruise und Dustin Hoffman. Da ist ja Tom Cruise, der Bruder von das, und Dustin Hoffman ist so ein Autist so. Der voll dumm ist, aber, also, was heißt dumm? Der ist ein Autist. Und der hat aber so Gaben. Zum Beispiel eine Streichholzschachtel fällt runter, die verteilt sich, und dann kann er genau zählen, wie viel das sind in einer Sekunde. Boah. Und dann sagt er, du bist wie der Rain Man. Du bist halt ein Autist. Du bist so ein Spasti im echten Leben. Ja. Aber doch, ach, so, so gleiche Gaben. Ja, ja, aber egal. Hoffen wir, dass deine Sendung floppt. Was für ein Asozialer. Nein. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Versuch nicht abzulenken. Erzähl mal, wie Independence Day 2 war. Erzähl mal so. Aliens? Ja, warte. Aber ich habe gehört, der Präsident von Teil 1 ist dabei. Bill Pullman, der ist nochmal der ist da. Ja, aber warum willst du darüber reden, dass so schlecht ist? Ich will das nicht, das respektlos gegenüber dem Podcast. Ja, aber hast du den Film komplett geguckt? Nein. Wann hast du ausgemacht, nach wie vielen Minuten? Nach 10 Minuten. Yo. Der ist so schlecht. Da fand ich sogar Hatschki geiler. Was war Hatschki nochmal? Da, wo dieser Hund die ganze Zeit wartet. Von Richard Gere? Ja. Wie hieß der? Ich weiß es nicht, aber der hieß nicht Hatschki. Doch, der hieß Hatschki. Nein, das ist ein anderer Japanische. Hey, YD, guck mal. Nein, der heißt nicht Hatschki. Hatschki. Nein, doch. Hatschki, das ist doch kein türkischer Golfballhersteller. So, liebe Freunde, also, kein Shitstorm. Ja. Ich liebe die türkischen Mitbürger. Ja, das ist ja kein Shitstorm. Ich habe doch gar nichts Schlimmes gesagt. So, jetzt sag mal, der heißt Hatschki. Der Independence Day 2. Lass mich in Ruhe damit. Okay, warte. Wenn ich dir eine Adam Sandler hat auch gute Filme. Adam Sandler? Du hast letztes Mal übertrieben. Die Nein, Adam Sandler ist der schlechteste Schauspieler aller Zeiten. Und jeder Film ist scheiße. Nein. Jeder. Nicht jeder. Boah, ey, der hat die Kindsköpfe ist scheiße. Kindsköpfe ist richtig beschissen. Kindsköpfe? Ey, der ist so schlecht. Ja, das erwarte ich auch von jemandem, der nur bis 1999 Filme guckt. Ja, da hört's auf. Ich bin vor der Jahrtausend. Ich habe mich geweigert, ins neue Jahrtausende drüber zu kommen. Ja. Ich bin da stehen geblieben. Ich schwöre. Als er gefeiert hat, habe ich gesagt, nö, ich bleib hier. Hatschiko, Hatschki macht er daraus. Hatschki. Okay. Ich hab mal gesagt, das sieht aus wie ein Husky. Okay, warte mal. Wenn ich dir 1 Million Euro geben würde. Ja. Würdest du dich in diesen Wasserkanister fallen lassen und versuchen zu befreien? Nein. 1 Million? Bist du verrückt? 1 Million? Ja, 1 Million ist mein Leben mehr wert. Ja, Mensch, ich rette dich doch, bevor du stirbst. Ja, aber... Ich verlasse mich. Ich bin sehr unzuverlässig. Aber das Problem ist... Aufgrund meiner Konzentrationsfähigkeit. Du bist der Rayman. Ja, ich bin der Rayman. Du vergisst mich einfach, weil kurz was klingelt. Ja, genau. So. Ja, dann stirbst du einfach. Vergisst du mich. Dann stirbst. Nee, nee. Und dann ertrinkst du so ganz ekelhaft wie der Bruder von Ray, bei Ray. Hat das Farid so gemacht? War der auch drin? Nein, nein, der ist ja nicht dumm. Auch wenn er. Der ist ja nur ein halber Iraner. Aber der hat es in seiner Sendung gezeigt. Ja, der hat, also der Magier, der war in Las Vegas bei so einem Typ und der hat das gezeigt. Apropos Las Vegas. Ja. Siegfried und Roy. Ja, ey, Siegfried. Ey, apropos Siegfried und Roy. Ja. Ich habe ein Video gesehen, ja, das zeige ich jetzt gleich dem Shai an. Das hat Ari Spears auf seiner Instagram-Seite gepostet. Guckt es euch an, ja, da sagt er. Liebe, dear white people, sagt er dann, ne? Liebe Weiße. Liebe Weiße, ihr wisst, ich liebe euch, sonst würde ich das nicht sagen. Aber hört auf zu denken, dass diese scheiß Tiere eure Freunde sind. Da siehst du einen weißen Mann. Weil das ist eine Krankheit bei denen, Bruder. Die gehen, der geht in so einen Park und ist bei so einem Löwen und redet mit dem, denkt so, weil er den Simba nennt, dass das sein Bruder ist. Und dann der Löwe greift den einfach an und frisst den. Und alle sagen, oh mein Gott, der Löwe ist wild. Das ist ein scheiß Löwe. So, weißt du, was ich meine? Letztens schickt mir auch so eine Person...
schickt mir ein Video von so einem Schweizer, der hat aber Millionen Follower bei Instagram, also der ist bekannt. Der lebt in Afrika und küsst die ganze Zeit so, ich wollte jetzt sagen Tiger, auch wenn der Zuhörer das nicht checken würde, aber Tiger geht nicht, denn Tiger leben nur in Asien, so Löwen und Leguane und so. Und genau diese Leute, wenn die irgendwann gebissen werden, ja, ist der Aufschrei groß. Ja. Leute, guck mal, an alle Europäer, ja, guck mal, komischerweise, die Europäer gehen auf Safari, ja, in einem, Safari ist eigentlich ein anderes Wort für Tierstalken, ja, wie Jim Gaffigan gesagt hat. So, guck mal, komischerweise, die Weißen gehen immer nach Afrika, irgendwo Südafrika, Nigeria, gehen auf Safari, merkst du nicht, dass der Schwarze, der richtige Afrikaner, der die da hinführt, der bleibt immer hinten. Auch im Auto. Ja, ja, der bleibt im Auto. Sag, ja, das ist der, guck mal, das ist der Löwe. Ja, er ist momentan sehr hungrig. Und dann steigen diese Europäer aus, gehen in St. Pauli und dann mit seinem kleinen Sohn im Arm. Ja. Guck mal, Schatz, was für ein schöner Löwe. Ja, der will nicht dein Freund sein, dieser Löwe. Ey, der Löwe sitzt da wahrscheinlich und denkt sich, du kleiner Pisser, mach einen falschen Move. Ich schwöre, ich beiß dir ins Genick. Also, meine Damen und Herren, bitte hört auf, diese Tiere sind nicht eure Freunde. Ja. Ja, ich habe ein Hai. Du hast ein Hai? Ja, mein Vater arbeitet bei SeaWorld und dieser Hai, seit er ein Baby ist, bin ich mit dem aufgewachsen und ich gehe und ich streichel ihn. Weil, weißt du, Nisa, Haie, wie die in den Filmen dargestellt werden, das ist falsch. Das sind keine Raubtiere. Hör mal zu, die sind ja, die gibt's seit Jahrtausenden und die sind Fleischfresser. Ja. Der ist nicht dein Freund. Die tun so und die reden ja auch immer mit den Tieren. Die denken so, der versteht die. Oh, du bist so ein ganz süßer Hein. Denkst du, der versteht dich? Nein. Der versteht dich oder, nicht. Aber eine Ausnahme gibt's, wenn du Irländer bist. Ja, wenn du Irländer bist. Das ist dein Freund. Wenn du Irre bist, dann ist vorbei. Guck mal, zum Beispiel dieser Australier, dieser ganz berühmte. Welcher? Der immer so Tiere gefilmt hat. Your, this is their bro. Ja, ja, genau. Ja. Und der so geredet hat, als wäre das so die Hochzeit seiner Mama. So. Hey, Bruder. Der, ey, der dann immer so gelabert hat, so. Ja, der war doch komplett durch. Der zeigt zum Beispiel so einen Skorpion auf seiner Hand und sagt, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, schaut euch this beautiful scorpion. Und sagt ja, dieser wunderschöne Skorpion, er ist das drittgiftigste Tier der Welt. Ein Stich und man stirbt sofort an Herzversagen. Dann ist er so voll stolz. Ja. So, wie ist dieser Mensch gestorben? Noch so unstylisch. Nicht ein Tiger hat ihn gefressen. So eine, oder ein Panther. So Kaulquappe. Ein Rochen. Ach so, oder so. Bruder, wie unstylisch ist das? Stell dir vor, du, der Sohn. Wie erniedrigend für den. Guck mal, stell dir vor, du kannst so sagen, wie ist dein Vater gestorben? In Indien, mitten im Dschungel, hat ihn ein Tiger gepackt. Aber der muss erzählen, wie ist dein Vater gestorben? Ach, irgend so ein Rochen hat den gestochen. So, das hat gar keinen Flavor. So, was macht der Sohn? Weil du merkst, die Europäer haben diese Krankheit. Auch wenn Australier keine Europäer sind, ich rede vom ethnischen Background. Ja. Ja? Weil die weißen Australier sind nicht echt Australier. Die sind dahin gewandert. Ne? Und haben nebenbei die echt Australier. Haben nebenbei die Ureinwohner abgeschlachtet, die Aborigines, aber darüber reden wir ja nicht. Ne? Boah, krass. Weil Weiße sind ja Aperol, korrekt. Spritzbrot. Ja, die Weißen sind korrekt. So, was macht der Sohn? Natürlich das gleiche wie der Vater, wird auch so ein Tierforscher. Ja, das. Das was ist der? Guck mal, warum? Die haben so kein Gefühl für Gefahr. Guck mal, manchmal läufst du rum, der ist so ein Pitbull, der sabbert. Der guckt dich an wie der aggressivste Mensch überhaupt so. Und dann sagt der Besitzer, haben Sie keine Angst, der ist ganz lieb. Ich sehe doch wieder mich anguckt, Bruder. So, was willst du mir erzählen? So, erzähl du mir nicht, was redest du überhaupt für den? Lass den, der soll mir zeigen. Lass den reden. Ja, ich schwöre. Ey, das ist krass. Ja. Ja, ist aus? Ja, nein, nein. Ja, eine Minute noch. YD, Bruder, bist du Taubstummenübersetzer geworden? Ja, kannst ruhig reden. Du kannst ruhig reden. Wir wollen so, dann machen wir mal kurz Werbung. Klick mal drauf, bitte. Wir sind eh am Ende oben angelangt. Ja, nee, oben. Wir machen noch mal ein bisschen Abschluss. Ja, ja, ein bisschen. Ihr Thema führen wir in der nächsten Folge weiter. Okay, natürlich machen wir gar keine Werbung. Ja. Wir müssen nur die Kamera immer einen ausmachen. Boah, ich habe nichts mehr zu trinken. So, also, mein Freund. Ich sag so, es war ein sehr geiles Thema. Ja, das führen wir nächste Folge weiter, echt, ja, das mit den Tieren. Weil, das regt dich aber auf. Weil ich muss die Europäer retten, die regen mich auf. Die sind vom Aussterben bedroht. Bruder, wenn du in Nordafrika bist, da ist keiner, der mit einem Tiger chillt oder so. Ja. Die haben nicht mal Hunde zu Hause. Weil er sagt, Bruder, wenn der schlechte Laune hat, der beißt mich. Ich habe keine Lust darauf. Alles gut. Oh, YG, du bist also, der Beste. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yeah. Favorisiert, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf YouTube. Vielen Dank, dass auch jetzt bei YouTube fruchtet. Ja. Die Klicks sind sehr stark, wir freuen uns darüber. Natürlich nicht für Cheyenne-Verhältnisse, weil Cheyennes YouTube-Verhältnisse sind die Michael-Jackson-Thriller-Verhältnisse. Echt? So.
das Pandemonium angesagt. Aber ich dachte Lil Wayne. Lil Wayne von der Masse, nicht an der Qualität. Lil Wayne ist ein Esel, der sieht aus wie ein heroinspritzende Kakerlake. So. So. Wie sieht Lil Wayne aus, Bruder? Komplett tätowiert, diese, ja, das Dreads, durch, diese engen Hosen, diese... So, auf jeden Fall favorisiert den Kanal, speichert, ja, folgt uns, streamt, würde uns sehr freuen. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich liebe euch alle. Seid nett und seid immer gut zu eurem Nächsten. Es sei denn, der will euch den Tiger andrehen. Ja, dann geht, boah, streichelt weg diesen Teaser. Teaser? Ja. Auf jeden Fall... Farids Sendung Zaubershow auf ProSieben, ja, bitte Dienstag gucken. 20.15 Uhr. Gestern kam ein Video von mir raus. Ihr seht 700 Witze-Mixe immer bei YouTube, ja, und Facebook. Nizar ist auf Tour. Nizar ist übrigens der einzige Komiker deutschlandweit mit Geld-Zurück-Garantie. Wer kommt in die Show und nicht lacht, der kriegt sein Geld wieder. Ja, ob, wenn sie dich finden, ja. Also, macht's gut. Bis dann, das war's von mir. Ciao. Bis dann, ciao.